willkommen zu Star Wars Lounge, zu Star Wars Stammtisch. Total richtig vom Lockerhocker. Nee, Lockerhocker. Wir haben jetzt umgesattelt wieder. Es ist ja wieder Herbst. Es geht ja wieder auf die kühle Jahreszeit zu. Die Winterzeit wird auch bald wieder abgestellt. Und heute in 3 Monaten ist so gut wie Weihnachten. Aber leider kein Star Wars im Kino. Kein Cinema zeigt Star Wars im Kino. Aber Ende September kommt Han Solo, Solo der Film. Den kann man dann zu Hause natürlich schauen. So, wie ihr seht, 3DPO ist leider heute in der sogenannten Oktoberausgabe, nein, Septemberausgabe, leider auch nicht da, weil, wie gesagt, der Sommer geht zwar zu Neige, aber die Aufträge sind noch nicht beendet und deswegen ist 3DPO heute leider auch nicht da. Aber nicht so schlimm. Wir waren ja eh ganz viele. Ich möchte mich auf diesem Wege nochmal total recht herzlich bedanken. Alle, die da waren, da war ja eine Menge, die da waren. Und dass ich heute ein bisschen freudig bin, dass wir in der Septemberwoche sind, beziehungsweise in der Septemberausgabe sind von Star Wars. Man kann ja viel berichten. Ja? Also es war ja wirklich viel los. E8 hat doch mehr weibliche Kritik gehabt, als doch ursprünglich angenommen war. Dann kommt Resistance, jetzt auch in einem Monat, also heute in einem Monat, heute ist der 7. September und am 7. Oktober geht es in Amerika los mit Resistance. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir noch einen Teaser, noch einen, also wir hatten ja schon einen. Und dann hat man uns natürlich auch schon die Sachen gezeigt, wie es aussieht, wer und wie, das Leia noch und also an sich leben dort alle weiter. Wie komme ich jetzt darauf, dass da alle weiterleben? Ganz einfach, weil bei E9 soll der große Abschluss kommen. Jetzt hat man auch einige Setbilder gezeigt, dass man sogar zu diesen E-Box zurückgeht. Ja, ob die E-Box auch kommen, ob alle kommen. Man hat neue Schauspieler, die eine extra Rolle bekommen sollen. Ob diese Schauspieler jetzt plötzlich in einem Kostüm stecken werden und wir denken müssen, wie der James Bond zum Beispiel, Darsteller Dennis Crane, der da plötzlich ein Stormtrooper war. Ja, man hat nur die Stimme gehört, man konnte vermuten, hätte auch ein anderer Schauspieler in dieser sogenannten Rüstung stecken können. Und ob Phasma zurückkehrt und so weiter, da hat man gar nicht mehr drüber gesprochen. Man hat über vieles nicht, aber jedenfalls sind neue Schauspieler. Und da sind wir beim Kern der Sache. Star Wars ist also nicht mehr wie 77 mit Leuten, die man überhaupt nicht kannte. Schauspieler, die also uns nicht so im Zenit standen, dass man, oh, da muss ich rein, weil, wie gesagt, Dennis Crane oder irgendein Harrison Ford oder irgendeiner, der, okay, Harrison Ford ist ja jetzt berühmt, und Carrie Fisher und Mark Hamill sind jetzt, aber damals, 1977, 78 und so weiter, da waren die nicht bekannt, die waren unbekannt, die waren alle unbekannt. Und bei 1 bis 3 waren die auch einigermaßen unbekannt. Ja, nie Liesen, da waren einige dann, aber sehr wenige. Ja, Darth Maul war ja auch als Schauspieler total unbekannt. Man wusste, das ist ein Balletttänzer und so bewegt er sich ja auch so geschmeidig. Und heute ist Darth Maul halt fast schon mehr wert wie Darth Vader. Natürlich übertrieben. Aber wenn man das Ganze sich anschaut, wie gesagt, Resistance ist gezeigt worden und da waren sofort 89.000, also die Realität des Hasses ist also doch wirklich gegeben. Man ist ja immer sehr vorsichtig, Gott sei Dank jetzt hier in Europa nicht. Jetzt am Wochenende ist eine sehr gute Convention am Laufen in Nürnberg und ich hatte euch ja auch, wie gesagt, darüber berichtet. Möchte auf dieser Art auch ein herzliches Beileid eines sehr guten Fans geben. Es tut mir auch wirklich aufrichtig leid. Aber wie gesagt, wir kommen alle aus dieser Lebensnummer nicht raus. Auch keiner wird Star Wars überleben, wenn Star Wars bzw. Disney so weitermacht. Wenn Disney so weitermacht, wird keiner von uns irgendwie den letzten Film jemals sehen. Also auf diesem Weg möchte ich halt auch kurz Trauer tragen und sagen, ja, es ist schwer, aber wie gesagt, dieses Hobby, unsere Gemeinschaft, unsere Truppe, unsere Facebook-Seite, 100% begeisterte Star Wars Fans,
ist doch schon eine kleine Gemeinde, die ein bisschen zusammenhält und dann auch, wie gesagt, Trauer trägt, wenn bei einem Fan einer der Elternteile, die man sehr gemocht hat, gegangen ist. So, bei Star Wars sind natürlich auch sehr viele gegangen. So traurig kann man sich das jetzt vorstellen, wie Mark Hamill gegangen ist als Luke Skywalker. Ich meine die Dramaturgie, die Sonne, der Mantel, der flog. Und auch wie dramatisch Solo gegangen ist, Han Solo. So, da sind wir auch wieder beim Kern der Sache. Wie gesagt, am 23. September kommt Solo, der Film, auf die heimische Datenträgerbasis, ja, und Netflix soll das auch bekommen, zwecks Ausstrahlung. Also Disney hat sich sowieso ein bisschen verhoben, ein bisschen verkalkuliert, weil Disney will mit Disney Play an den Start 2019, kann aber nicht alles zeigen, ja, und einige wissen, dass einige Filme bei Fox weiterhin unter Vertrag liegen und die auch gar nicht freigegeben wurden an Disney. Disney fängt also, wie gesagt, mit J.J. Abrams an, sich zu verabschieden von der großen Saga Skywalker, Anakin Skywalker, na, und wie sie alle geheißen haben. Alle gehen jetzt nach und nach. Wie gesagt, kann auch sein, dass wir uns von den Ewoks verabschieden, dass wir die auch nochmal sehen werden. Wenn wir Glück hätten, dass das ein Wahnsinnsfilm wird, Gerüchte sagten, er wird unterteilt, der kommt zweimal. Wie gesagt, das geht ja auch alles gar nicht so. Ich meine, wir Fans, also richtige Fans, denen ist es auf eine Art total egal. Weil die Filme werden sowieso gesehen, ob das E8 ist oder auch nicht. Ja, also Rebels, da warten wir auch noch auf die Staffel 4, wann die freigegeben wird. Wenn wir Glück haben, auch im Oktober, dann haben wir wenigstens alle 4 Staffeln. Und das freut mich, weil ich mir das endlich ansehen werde. Werde vielleicht nach den Dreharbeiten gleich anfangen, mir die nochmal anzuschauen. Ja, so ein Abschied. Also wir müssen Abschied nehmen von der Saga Anakin Skywalker. Und wir müssen Abschied nehmen von Rebels. Haben wir ja schon etwas länger. Und jetzt komme ich zur Sendung. Oktober-Sendung. Will ich hoffen, dass dann 3DIPO wieder da ist und dass wir ein bisschen locker vom Hocker noch mehr Spaß haben werden und auch noch mehr erzählen können und dann vielleicht auch schon eine Resonanz von diesem sogenannten Resistance auch schon von uns geben können. Wir haben unser Alter, wir sind nicht mehr so euphorisch und deswegen heißt es ja auch, du warst Star Wars Fan, ich auch. Das kann man jetzt so oder so sehen. Es ist sehr, sehr schön, wenn die Kunden vorbeikommen, besonders mit den Kleinen, die ein gewisses Alter haben und noch nicht so springen können, aber sie können sagen, da steht Darth Vader, in Augenhöhe, in Augenhöhe, ja, da steht Darth Vader. Also so ein 50 cm großer Knirps, der dann mehr durch die Beine huscht und die Mama wartet, dass er endlich fertig wird und Papa auch sehr erfreut ist, dass er sich auskennt, das ist der Finn. Das ist das Leder, das ist Obi-Wan Kenobi. Ich finde das schon stark. 3, 4, 5, 6 Jahre, also zwischen 3 und 6 Jahre, die dann diese Figuren ehrenvoll anschauen. Natürlich gehen die mit den Figuren nicht so um wie wir. So, bei der Gruppe haben wir jetzt, wie gesagt, unser herzlich Beileid ausgedrückt. Wie gesagt, auch die andere Sache, wo die, es gibt ja die Schattenseiten und es gibt die guten Seiten. Jetzt bleiben wir bei den guten Seiten, dass, wie gesagt, Star Wars, ja, viele, zu viele identifizieren sich zu stark mit Star Wars und wie im Mai dieser sogenannte Hass ausgebrochen war, war ja klar, das ist leider wirklich so, aber es ist traurig, dass da circa 100.000 eben negativ alles negativ sehen und es auch weiterhin negativ sehen wollen. Ja, sie wollen ja gar nicht anders. So, aber es sind ja zig Millionen, die immer noch positiv sind und das ist auch gut so. Auch wir werden weiterhin positiv bleiben. 3DIPO hatte mir gesteckt, dass er jetzt auch anfängt, den De Agostini X-Wing zu bauen, was ich sehr toll finde, weil meiner einer nicht nur den X-Wing, sondern auch den Falken bauen wird. Und wird den auch euch vorstellen, beziehungsweise brauche ich ja gar nicht, ihr kennt das ja alles,
Aber der wird dann im Schaufenster zu sehen sein mit irgendeiner tollen der Diorama bei X-Wing ist auch bestellt. Das heißt, also man kann ihn da wunderschön einbauen. Beim Falcon müssen wir da noch ein Diorama bauen, damit die Wirkung kommt. Irgend so ein Hammer. Und das dann, wie gesagt, im Schaufenster ausstellen. Wie ihr seht, ist die Lounge für ab September, Oktober wieder da. Der Stammtisch für Samstag ist auch wieder da. Es war ja Hochsommer. Und der Hochsommer hat natürlich hier bei uns über 10 Stunden. Über 10 Stunden haben wir die Sonne voll im Schaufenster. Und da können wir die Figuren nicht ausstellen. Die würden uns wirklich kaputt gehen. Unsere Monitore, die wir da haben laufen lassen, sind uns dann also auch kaputt gegangen. Das geht halt nicht, das bringt nichts. Ja? Und jetzt haben wir gerade umgebaut und ich begrüße euch total recht herzlich zur September-Ausgabe. Locker vom Mocker, locker vom Schemel. Ne? So, man hätte hier auch eine schöne Bank hinbauen können, aber es ist meistens nur einer, höchstens zwei, die hier so täglich oder mal in der Woche vorbeikommen. Reicht also. Ja? Und ob wir demnächst wieder neue Gesprächspartner haben werden, werden wir schauen. Es ist nicht so einfach mehr mit Star Wars. Es hat sich alles schwer verändert. Und wie gesagt, Star Wars war jetzt eine Zeit lang ruhig. Ich meine, war ja auch nicht viel passiert. Han Solo gefloppt und dann kamen die Hastrian. Das wird ja dann aufgebaut, wie immer alles aufgepusht wird. Deswegen schauen ja die meisten von euch ja gar kein richtiges Fernsehen mehr. Übrigens, Smartphone hat Fernsehen abgelöst. Smartphone ist jetzt wichtiger wie das Fernsehen. Man sieht sogar, das muss ich bestätigen, wenn da die Jugendlichen sitzen da und gucken, ey, schau mal, ihre Spiele anschauen, die Filme anschauen, die Trailers anschauen, auf einem guten großen Smartphone. So, wir haben jetzt auch das große Glück, ein 4K Smartphone mit Atmos zu haben. Ich meine, ich muss schon schmunzeln, dass ich jetzt so ein Smartphone habe, diese Größe. Da kann ich jetzt in 4K und in Atmos gucken. Ich bin aber ein Freund von riesigen Sachen, also mehr Kino. Ja? Und deswegen Privatkino, das gefällt mir schon besser. Und gestern haben wir uns wieder einen super Film angeschaut, in 3D. Dass der Kollege sofort die DVD bzw. Blu-ray mitnehmen musste, weil er auch 2D drin war. Das muss die Frau sehen. Die wird diesen Film mögen. Okay, der Film war von Steven Spielberg, der letzte, den er da jetzt gerade gedreht hatte. Mit dieser sogenannten 3D-Geschichte, wo dort auch einer der Trillionen hat. Herr Amazon hat jetzt real eine Trillion. Dort im Film hatte ein Spielemagnat eine Trillion und der hatte sich dann auf irgendeine Art dann verabschiedet und man hat in dieser 3D, wenn ihr wisst, wovon ich rede, könnt ihr unten drunter schreiben, dann war jetzt der Steven Spielberg, der da aus dem Nichts da was gezaubert hat, wo der DeLorean plötzlich erschien oder von Tekken erschien und alles mögliche, was man je gesehen hat, auch von Tron und so, und der Atari war plötzlich zu sehen, der Amiga war plötzlich zu sehen, alles in 3D, alles rannte mit so 3D-Brillen da durch die Gegend. Ja, es war irgendwie das Jahr 2049, so im Jahr 2049, ich meine, wir waren so Anhänger wie: Willst du im Falken fliegen? Ey, du hast den Falken da, lass mich fliegen. Ne? Also war, wie gesagt, auch eine tolle Geschichte. Dann kommen wir hier zu Cinema. Ne? Also wir sind ja hier nochmal Filmclub. Das steht ja da oben, Filmclub. Hier ist der Onkel Darth Vader. Seht ihr hier gerade noch seine Stiefel. Und hier Cinema. Da seht ihr gerade die ersten drei Buchstaben. Cine und das Ma ist da unten. So, wie gesagt, die Studios stehen bereit, Green Studios stehen bereit und die Ecke hier steht bereit, dass ihr vorbeikommt, dass wir uns unterhalten, so wie jetzt auch. Über Star Wars kann man sich gar nicht aufregen, über Star Wars kann man sich nur wundern, dass es so läuft, dass es so ausschaut, dass es weitergeht. Resistance ist gut gezeichnet, ist eine andere Geschichte, ist natürlich die Baustelle, die ich gerade angesprochen habe, von den Kleinen, aber ich meine, die kennen sich also auch aus. So, wenn bei Resistance auch der Darth Vader irgendwie auftaucht, was ich nicht glaube, es wird wohl Kylo Ren sein, die Rey sein. Man hat Leia gesagt, dass die auch erscheinen wird. Also bei Resistance erscheinen alle.
irgendwie leben doch alle weiter, ist auch eine gute Idee. Die, die jetzt verstorben sind, so wie Carrie Fisher, die jetzt durch sieben, J.J. Abrams hat halt viele Sachen, die er dann auf irgendeine Art jetzt da einbringen will und das CGI macht dann den Rest und der andere Darsteller wird wohl in einem Green Room in Augenhöhe mit Carrie Fisher irgendwie agieren, sie also nicht sehen, aber wie gesagt, Monolog, Dialog wird sicherlich da experimentell eingearbeitet und die werden dann irgendwie so einen Konsens finden, dass das eher auf irgendeine Art so ausschaut, dass, als ob die da wirklich so gesprochen hätten. Also die lassen sich sicherlich was einfallen. Also wie gesagt, die Setbilder, die man uns gezeigt hat, dass die da auf irgendeinem Planeten rumlaufen. Jetzt haben sie neue Setbilder, da wo an sich die Ewoks leben. Frage lautet wirklich, kommen uns auch die Ewoks wieder? Es gibt zwei Ewoks-Filme, die Karawane, die nicht jeder so gemocht hat, hat auch was mit dem Alter zu tun. Ich kann sie mir jetzt nicht sagen, es ist ein reines Kinder, sagen wir mal, ist was für Kinder. Ich finde es aber auch lustig, wenn hier, ey, das ist doch Spielzeug. Meine lieben Freunde, Star Wars ist kein Spielzeug. Star Wars ist zwar Plastik. Und manche Figuren sehen gut aus, aber besonders aus Kenner. Also die Kennergeschichte, da bleiben wir treu. Kenner ist einfach nur, ne, Kenner. Und Hasbro hat halt ein bisschen nachgelassen. Nicht immer, aber immer öfter. So, und Amazon ist ja jetzt derjenige, welche, wo man drüber diskutieren kann. Braucht man nicht mehr diskutieren. Wenn wir Pech haben, sagt Amazon irgendwann mal, weißt du was, Disney? Ich kaufe das auch. Disney ist froh, ganz viel Geld zu bekommen. Wenn einer schon eine Trilliarde hat und so eine Aktien 600% bringen, also könnt ihr euch ausrechnen, dass irgendwann mal der Planet Amazon, Mond und Mars, das war's. Ja? Also, dass da für die Verschwörungstheoretiker wäre, das war gar nicht so abwegig. Was die da alles so interpretieren, die auch, wie gesagt, auch interpretieren in Star Wars und das. Also ich meine, ist ja auch nicht einfach als Sammler. Ich kann ja jetzt hier nicht ultra Sachen einkaufen, die ultra teuer sind. Hier in der Vitrine, wie gesagt, die Exponate werden immer teurer. Der Grievous in seiner Funktion wird ja auch immer teurer. So, und die anderen, Finn von Hot Toys und der First Order Stormtrooper, die haben halt nicht, sind halt nicht so teuer. Und Darth Vader aber mit Beleuchtung, mit extra Maske, mit einem extra Kopf, der kostet natürlich, beziehungsweise er hat seinen Preis. So, wie gesagt, ihr seid weiterhin total recht herzlich willkommen. Ihr könnt auch hier in den Shop von 39 bis 17:30 in diesem sogenannten Community Wohnzimmer. Das Community Wohnzimmer sieht auch jetzt wieder aus wie ein Wohnzimmer, halt bestuhlt mit zwei Sesseln und wie gesagt, bei den Dreharbeiten jetzt seht ihr es nicht, aber man sieht halt diese Star Wars Ecke hier in diesem Star Wars Shop bzw. Coffee Shop und Filmhaus, Coffee House, Filmhaus, dann 3DIPO mit R2-D2 und so weiter. Also wir sind und wir bleiben euch allen gewogen und wir freuen uns wirklich, wenn ihr vorbeikommt, wenn wir hier wirklich tolle Gespräche führen werden. Und ja, das ist die sogenannte September-Ausgabe, immer noch ohne 3CPO, der momentan, wie gesagt, über den X-Wing hängt und den zusammenbauen möchte und noch andere Sachen machen muss. Deswegen ist er halt nicht hier. So, ich hoffe wirklich, ab Oktober, November, Dezember, die drei letzten Sendungen über Star Wars, bevor das Jahr 2019 beginnt, dass wir, wie gesagt, im Oktober über Resistance sprechen können, dass wir über Solo, den Film, sprechen können, dass wir vielleicht auch über Rebels, vierte Staffel, reden können, weil wir dann alles haben. Weil im Moment warten wir ja alle darauf, dass wir es bekommen. Wie gesagt, die anderen Filme sind uns geliefert worden, hat aber, wie gesagt, nichts mit Star Wars zu tun. Das war ja, wie gesagt, Steven Spielberg sein Film, das war
die Adventures von Marvel und dann halt auch der andere Marvel-Film, der Panther und dann noch Lara Croft. Also wie gesagt, sind einige eingetrudelt in unserem sogenannten Heimkino 3D. So, und jetzt sind wir hier. Hier bei Star Wars und wir sprechen halt über diesen Film, beziehungsweise über die Saga, über das Ganze. Ja. Samstags kommt ja immer The Star Wars Show, waren auch einige Sachen wieder, sind also bestätigt, dass das so ist. Die neuen Schauspieler sind auch bestätigt, die kommen auch, bekommen sogar eine eigene Rolle zugewiesen. Wir wollen hoffen, dass sie da keine Uniform tragen, dass wir dann nicht Rätsel raten, wer könnte das gewesen sein. Ja, also, die einen sind zu jung, die anderen, so wie wir, sind zu alt. Aber trotzdem, in der Mitte steht die Überschrift, we are Star Wars Fans. We are Star Wars Fans, we like Star Wars. Star Wars is a fantastic film. Yes, ist so. Ja, Once Upon a Time in Star Wars. So, einige Amerikaner, Engländer mögen die Sendung, leider nicht in Englisch. Ich habe sie auch nicht englisch übersetzt, weil das an sich ein reines deutsches Produkt sein soll. Weil The Star Wars Show ist ja Amerika und das hier soll halt locker vom Hocker, Wohnzimmergestaltung und so, deutsch sein. Es soll eine deutsche Geschichte sein und auch europäisch. Vielleicht haben wir ja Glück, wir hatten ja Japan da, wir hatten Italien da und vielleicht kommen ja auch noch andere hinzu. Vielleicht habe ich ja das große Glück, dass mal einer aus der Truppe der Normandie da ist, wenn er mal hier in unserer Stadt ist oder wenn er mal hier vorbeikommt. Die Adresse steht ja. Ihr könnt uns auch anrufen, wir können auch Fragen stellen, wir können auch eure Sachen zeigen. Haben wir ja alles eingerichtet. Wie gesagt, wir haben ja auch das Green Studio, wo wir gewisse Sachen einarbeiten können. Für die ganzen Cosplayer machen wir ja Sachen, oder haben wir ja gemacht. Im Schaufenster ist jetzt wieder eine Cosplay-Figur, weil man geht ja jetzt so langsam auch wieder auf Halloween zu. Da muss man den Kunden sagen, hier, wir haben die Masken da, wir haben das Kostüm da, wir haben Chewbacca da als richtig wolliges Gesicht. Wir müssen nur noch herausbekommen, wie das mit dem Mund funktioniert. Wir haben also nicht diese Plastikeinheit, die ihr alle kennt, die ist ja durch alle Medien gegangen. Nee, nee, wir haben also die richtige, wuschige, die auch der Schauspieler tragen muss, wo man die Augen schwarz machen muss, also die haben wir da. Adult Mask, Maskier pour Adult. Action Liske de la Machete Mobile Chewbacca. Life like Mobrable Joe Action. Ja, Action. Da steht alles Mögliche drauf, also ihr merkt, ist keine deutsche Maske. Ja. Guck mal eben. Hihi. Ja, wer immer das ist, hihi. Okay. Wie gesagt, wir sind Hightech, Industrie 4.0, habt ihr gerade gemerkt. Ich kann immer hier ablesen. Auf Telefon anzeigen. Klar, logisch. So, überspielen auf Telefon, überprüfen Sie Ihr Telefon. Werde ich machen, gleich, aber nicht jetzt. Aber während der Dreharbeiten kriege ich immer irgendwie eine SMS oder WhatsApp oder halt Nachrichten. Wir sind, wie gesagt, vernetzt hier in Industrie 4.0. Und ich kann hier während den Dreharbeiten ablesen, ob ich da irgendwas sagen soll oder nicht sagen soll. Und jetzt war irgendwas mit Hi. Keine Ahnung, wer mit Hi mich gemeint hat. Da war jetzt auch ein anderes Emblem. Kann sein, ein Kunde oder so. So, ich will jetzt diese Sendung beenden, indem ich euch noch einmal beglückwünsche, Star Wars Fan zu sein. Leider dann halt auch nochmal mein Beileid öffentlich ausdrücke, dass einer von unseren Truppen hier einen Elternteil verloren hat. Dann möchte ich halt darauf hinweisen, dass wir auch viele Schauspieler verloren haben. Burt Reynolds ist ja jetzt auch gegangen mit 82. Den hätte man vielleicht auch mal bei Star Wars hätte gern gesehen. Also, mittlerweile merkt man, dass man viele Schauspieler gerne bei Star Wars hätte. Das kommt so langsam. Ja, aus der Zeit, wo George Lucas fremde Menschen genommen hat, außer Alan Guinness, den Hauptdarsteller, Obi-Wan Kenobi, das hat er auch gefunkt. Nachher haben alle gefunkt.